folgen dem Notsignal. Wir möchten ein bisschen in der Geschichte weitermachen, der Story folgen. Dazu geht es erstmal auf die Raumbasis und dort befragen wir die Gek. Ja, in diesem Universum ist ja die Hauptspezies, die Gek. Die fragen wir dann, was bedeutet dieses Signal eigentlich? Und wir bekommen sehr viele negative Antworten. Wir bekommen sogar eine positive. Was? Das seht ihr in diesem Teil. Viel Spaß damit. Hallo und zurück zu No Man's Sky. Wir haben hier unsere kleine Basis gebaut. Nichts Spektakuläres, aber es ist okay. Ja, unser Raumschiff haben wir ja auch. Intelligente Lebensform zum Suchen auf der Raumstation. Da werden wir jetzt als nächstes hinfliegen, denke ich mal. Wir starten. Und dann fliegen wir erstmal hoch ins All. Dann schauen wir mal weiter. So. Raumstation klingt gut, wir müssen eh einiges verkaufen. Habe ich überhaupt Platz irgendwie in meinem. Das ist das Raumschiff, der Exo-Anzug, okay. Ich übertrage das alles mal ins Raumschiff. Und dann, genau, das ist auch wichtig, das Ding hier, kann ich nochmal, so, wie viele Plätze haben wir frei im Raumschiff? Okay, so, ja, der Planet hier, mit dem sind wir durch. Schauen wir erstmal, ob wir die alle überhaupt erkundet haben. Müssen wir alle erkunden? Nein, ich glaube nicht. War am Anfang der große Plan gewesen, hat sich viel geändert in dem Spiel. Ich werde jetzt erstmal zu dieser Raumstation fliegen. Markieren. Okay. Markieren. Und Impulsgeschwindigkeit. Sieht auch schon aus wie die Erde, nur mit Ringen. Oh, ich bin schon da. So, das soll jetzt also rein. Okay. Da waren wir ja schon mal, denke ich. Wenn es die ist, Schaden tut es nichts. Da können wir unser Inventar ein bisschen aufräumen und ganz Zeug verkaufen. Ich hoffe mal, es war die Raumstation, die sie gemeint haben. Na egal. So. Erkunde die Raumstation, finde Lebensformen, die dir über das du befragen kannst. Ja, okay. Dann wollen wir die mal da rein wieder befragen. Hatten wir alle schon mal. Vielleicht kann ich sie ja diesmal beschenken. Ging beim letzten Mal ja nicht. Freund, hallo. Also okay, bei dir. So, er quiekt, als ich mich näher, er ist wohl aufgeregt. Ah, okay, den Code wiederholen. Cool. Ich kann dir mal was sagen. Okay, unsere Konversation ist beendet. Auch wenn er überrascht ist. Kurz zeige ich. Okay. Dann halt nicht. Dann wollen wir mal hier sprechen mit dem hier. Ja, dasselbe wieder. Er quiekt und gut wiederholen. Auch er wirkt überrascht, aber hat keine Lust mit mir zu reden. Ja, ist okay. Dann wollen wir mal alle durchmachen hier. So. Die Lebensform plappert los und schätzt mich mit perlenartigen, neugierigen Augen ab. Vielleicht erkennen Sie den Code, den ich beim Signalverstärker gefunden habe. Okay, irgendwie geht es alles richtig nach hinten los. Ich glaube, ich verscherze mich mit allen, wenn ich hier so weitermache. Er hier vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Navigator.
Die Lebensform starrt mich leise an, wenn ich blinze, sehe ich dasselbe rote Licht, das mich beim Terminal anstarrt. Ich fühle mich gezwungen, den Code zu wiederholen, den ich gehört habe. Wir beobachten dich, reisender Freund, finde, was wir dir hinterlassen haben. Obwohl der Alien spricht, stammen die Worte nicht von ihm. Der Code wird in Form eines grellen roten Lichts zu mir zurückgeworfen, verwandelt sich in Koordinaten. Das purpurne Licht verblasst und die Lebensform blinzelt mich erwartungsvoll an. Was auch immer passiert ist, sie scheint es nicht gesehen zu haben. Ich sollte gehen und finden, was man mir auch immer hinterlassen hat. Okay, Signal empfangen, Lebenszeichen entdeckt. Wir finden das Notfallsignal. Das ist die neue Mission, okay. Wir verkaufen jetzt erstmal den ganzen Schrott, den wir hier mit uns rumschleppen. So. Okay. Verdichteter Kohlenstoff behalten wir mal. Chromatisches Metall, Kohlenstoff, Projektilmunition. Braucht doch kein Mensch. Radon braucht kein Mensch. Schwefelin braucht kein Mensch. Sternknall genauso wenig. Ne? Dann haben wir verrostetes Material, genau. Das Metall haben wir weg. Natrium behalte ich auch mal. Und ansonsten habe ich noch diesen Mikroprozessor. Der ist aus chromatischem Metall hergestellt. Naja, komm, hauen wir weg. Natrium behalten wir, Kohlenstoff, chromatisches verdichteter Kohlenstoff. Okay, dann wechseln wir mal zum Raumschiff. Lebenserhaltungsgel. Ja, gut. Brauchen wir nicht. Treibstoff brauchen wir auf jeden Fall. Ferrit, Diewasserstoff, Gag-Relikt. Wollen sie nicht, wird es verkauft. Diewasserstoff-Gelee, Bauplan, Analysator. Paraffinum. Verkaufen wir. Sauerstoff brauchen wir. Natrium. Okay. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. 757.000 haben wir momentan. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Wo ist unser Raumschiff? Da. Reisemeilenstein erreicht. Und zwar, Außerirdische getroffen. Units verdient, okay. Auch cool. Und wir starten unser Raumschiff. So, U-Watch. Hier auf U-Watch ist unsere Basis. Das ist cool, da wollen wir aber auch gar nicht hin. Denn ich würde mir ganz gerne, das ist irgendeine Sonne. Das ist IFARM. Mögliches Notsignal, okay. Dann haben wir die Basis. Und wir haben, das ist die Basis. Und wir haben noch einen Sternzwerg da. Ne, ist ein Mond. Leham, den kennen wir auch, okay. Das ist also irgendwie der Schrott. Das ist U-Watch. Da war noch einer gewesen, hier die drei Stück. Eins, zwei, drei. Und das hier noch. Da hinten dran ist er. Da hinten dran ist er. Der Planet hier. Unbekannt. Da fliege ich erstmal hin. Warum? Weil er. Ja, sieht gut aus. Sieht aus wie die Erde, wie gesagt. Mit Ringen. Sieht aus wie viel Wasser und Insel. Also da möchte ich schon nochmal drauf, bevor ich zu dem Signal fliege. Des Weiteren Gold und Silber. Gibt's hier. Tonkanone. Silber. Photon. Kann ich die wechseln, die Waffe? Raketenwerfer, okay. Ja, Raketenwerfer brauchen wir jetzt nicht. Aber Silber ist ganz cool. Das bauen wir jetzt gemütlich ab.
Und dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Gold auf jeden Fall. Rätsel. Ja, nee, brauche ich nicht wechseln. Das ist schon okay. Das hier ist Gold. Tritium, okay, Tritium. Gold. Das ist schon ganz, ganz nett. Das haben wir hier. Das hier auch. Silber. Und ja, das meiste ist hier Silber. Hier durchfliegen. Wir müssen ein bisschen mal diese großen Brocken hier angucken und die kleinen. Okay. Das ist Silber. Das ist Blau. Was ist das? Kommt es gar nicht so auf die Farbe an, ne? Ist völlig wurscht, welche Farbe es hat. Das kann alles Mögliche sein. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Das war vorher anders gewesen. Wenn es Gold war, war es Gold. Und fertig. Hier, das ist. Ah, das ist ein bisschen grünlich, ne? Silber, Gold. Das ist Blau. Das ist auch Gold. Verstehe ich nicht. Ach, Tritium ist blau. Gold. Okay. Das wird wegen verzögert angezeigt. Deswegen. Na gut, macht ja nichts. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Das ballern wir ja auch erstmal weg. Ja, da muss ich ja mal so ein bisschen Zeit nehmen, ne? Wenn es hier Gold und Silber gibt. Da muss ich wirklich Zeit nehmen. Immer so ein bisschen rumballern. Das Farmen, wie man so schön sagt. Das hier nehmen wir mit. Einmal rein hier. Tritium. Ich bin gespannt, was das gut sein soll. Und ansonsten war es eigentlich gewesen. Ne? Wäre natürlich noch nicht schlecht gewesen, wenn die mal so eine. Bäm, oh Gott. Da ist noch was hinten, zwar in Blau. Das wird aber Eisen sein, denke ich mal. Das hier. Ich fliege mal drauf zu. Das ist großer hier. Das dürfte Silber sein. So, so viel dazu. Tritium, das ist für unseren Antrieb, denke ich. Klasse. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. So, okay. So, mein Planet, wo bist du denn? Jetzt habe ich hier drüben, oder? Da ist er. Ne, ist der falsche. Jetzt blöd. Habe jetzt meinen Planeten aus den Augen verloren. Da ist er doch. Ankunftszeit. Ja. Zu lange. 36 Sekunden. Mit Impulsantrieb. Der ist schon weit weg. So. Da gucken wir mal. 16 Sekunden. Den schauen wir uns auf alle Fälle an. Das ist schon nicht schlecht. Nicht genügend Treibstoff. Ja, kommen wir auf, oder? Ausrüstung aufladen. Den Impulsantrieb braucht. Ja, das hier. Perfekt. Und weiter geht's. Fünf Sekunden. Hier haben wir schon mal die Ringe. Cool. So. Unbekannter Planet. Wir befinden uns auf dem Planeten. Ich bin nicht angezeigt. Alata. Okay. Y1. Da ist alles voller Wasser. Ich fliege mal ganz runter. Das
ist echt alles Wasser, ne? Und Inseln. Okay. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da, kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.